How are your German listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Ein Mann und eine Frau unterhalten sich über die Anordnung des Konferenzzimmers. Wie werden Sie die Tische arrangieren? Lass uns die Tische für die morgige Besprechung arrangieren. Alles klar, sollen wir alle Tische in die Mitte des Raumes stellen, damit sich alle gegenüber sitzen können? Nein, es wird als erstes eine Gruppensitzung geben, also lass uns die Tische in vier Bereiche unterteilen. In einer Gruppe werden vier Personen sitzen. Okay, ich werde außerdem Notizblöcke und Stifte auf jeden Platz legen. Vielen Dank. Es wird auch eine kleine videounterstützte Erklärung geben, also brauchen wir auch einen Projektor hier. In Ordnung. Und wir werden auch ein Whiteboard benutzen, oder? Ist es okay, wenn ich das Whiteboard neben den Bildschirm stelle? Nun, wie wäre es, wenn wir das Whiteboard auf die gegenüberliegende Seite des Bildschirms stellen? Lass es uns in den hinteren Teil des Raumes stellen. Ich verstehe. Und denken Sie daran, nach der Besprechung alles wieder zurückzubringen. Schieben Sie zwei Tische zusammen und stellen Sie sie in vier Reihen auf. Wie werden Sie die Tische arrangieren? Ein Mann und eine Frau unterhalten sich über die Anordnung des Konferenzzimmers. Wie werden Sie die Tische arrangieren? Lass uns die Tische für die morgige Besprechung arrangieren. Alles klar, sollen wir alle Tische in die Mitte des Raumes stellen, damit sich alle gegenüber sitzen können? Nein, es wird als erstes eine Gruppensitzung geben. Also lass uns die Tische in vier Bereiche unterteilen. In einer Gruppe werden vier Personen sitzen. Okay, ich werde außerdem Notizblöcke und Stifte auf jeden Platz legen. Vielen Dank. Es wird auch eine kleine videounterstützte Erklärung geben. Also brauchen wir auch einen Projektor hier. In Ordnung. Und wir werden auch ein Whiteboard benutzen, oder? Ist es okay, wenn ich das Whiteboard neben den Bildschirm stelle? Nun, wie wäre es, wenn wir das Whiteboard auf die gegenüberliegende Seite des Bildschirms stellen? Lass es uns in den hinteren Teil des Raumes stellen. Ich verstehe. Und denken Sie daran, nach der Besprechung alles wieder zurückzubringen. Schieben Sie zwei Tische zusammen und stellen Sie sie in vier Reihen auf. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.